Moin, mein Name ist Alvo und so wie sich gerade die Sonne neben mir dem Ende des Tages neigt, neigt sich auch dieses Jahr dem Ende und deshalb möchte ich für euch ein riesen Loadout-Video machen mit aller Ausrüstung aus 2018. Das kann ich aber leider nicht hier draußen machen, deshalb nur die Begrüßung hier draußen. Wir sehen uns gleich in der Wohnung wieder. Bis dahin. So, willkommen in meiner Wohnung bzw. meinem Arbeitszimmer und Ausrüstungslager. Ich empfehle euch an dieser Stelle vielleicht ein bisschen was zu trinken zu holen, ja, eine entspannte Sitzposition einzunehmen. Das Video wird relativ lang und detailliert, das habe ich mir vorgenommen. Ja, ich werde ganz viel über Ausrüstung sprechen. Also das ideale Video, um abends abzuschalten, um vielleicht nebenher laufen zu lassen und so weiter und so fort. Nein, echt, holt euch was. Wodka. Wir haben übrigens zu diesem Moment den 1.1., also den Morgen, beziehungsweise für mich fühlt es sich noch an wie morgen, direkt nach Silvester. Ja, entschuldigt bitte den einen oder anderen von Sprecher deswegen. Ansonsten legen wir gleich los. Alle Links zu der Ausrüstung werdet ihr nicht unten in der Beschreibung finden können, weil das werde ich nicht schaffen. Ja, ich kann euch nur das Wichtigste geben. Und wie immer habt ihr in der Beschreibung ganz unten eine riesige Liste. Aber selbst damit ist nicht alles, aber das meiste abgedeckt. Also, wenn euch was interessiert, ihr das nicht findet, ihr über irgendwas diskutieren wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ja, ich bin immer da, hier an meinem kleinen Arbeitsplatz und lese gerne eure Kommentare und antworte darauf. Das Bild hier ist natürlich gerade ein bisschen trist, ja, ich sehe das selber auf der Kameralinse, ja, weil hier ist alles nur weiß und da hängt nur so ein Aufhänger. Der ganze Raum ist aber auch sehr spartanisch gestaltet, also hier in diesem Raum befindet sich zum Beispiel nichts anderes als hier vorne mein Arbeitsplatz. Direkt hinter mir, das seht ihr nur gerade nicht, ist ein Gästebett und ansonsten da und hier vorne Ausrüstungslager. Mehr gibt es in dem Raum im Prinzip auch gar nicht. Das soll uns aber nicht weiter stören, denn es geht ja um Ausrüstung allgemein und damit legen wir jetzt los. Wir werden anfangen mit den Rucksäcken und ein paar kleinen Outdoor-Jacken, die ich da hinter mir angebracht habe an der Wand und gehen dann weiter zu Unterlagen, ja, Isomatten etc., Zelten, Werkzeugen, Kochutensilien, Licht und so weiter und so fort. Also fangen wir direkt mit einem der neuesten Rucksäcke von mir an. Das ist der Taschef Viren, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, ein 50-Liter Rucksack mit einem, ja, eher kleineren, nicht ganz so festen, aber trotzdem mit Alustangen drin, Gestell, ja, ordentlichen gepolsterten Hüftflossen, zumindest für Gewichte bis, sage ich mal, 14 Kilo, ja. Ist ein relativ spartanischer Rucksack, hat auch keine Aufteilung von den Fächern her, also er hat nur einen großen Packsack und hinten natürlich beim Deckelfach. Ich mag sowas tatsächlich, also wenn ich nur so einen großen Packsack habe, wenn der Packsack größer wird, dann mag ich es, wenn eine Öffnung vorne ist und nicht nur oben, aber bis 50 Liter geht das, weil ich dann sehr gerne meine Sachen selbstständig mit kleinen wasserdichten Packsäcken drin ordne, am besten noch nach Farben. Also jetzt zum Beispiel einen kleinen roten Packsack, einen kleinen blauen Packsack, ja, und das verpacken. Und dann weiß man immer genau, wo was drin ist. Und am Ende des Tages, also wenn ich einen 50-Liter-Rucksack dabei habe, dann hole ich sowieso am Abend einmal alles raus und packe morgens einfach alles wieder rein. Der Viren ist an sich ganz praktisch, weil er mehrere auch Schlaufen zum Beispiel hier unten für eine Isomatte dran hat, ja. Dass er ein kleines Netz hier vorne hat zum Reinspannen. Und ich habe noch solche kleinen, ja, wie nennt man das, Gummibänder mit Kordelstopper mir besorgt. Und auch nochmal oben was reingemacht, damit ich nochmal extra was oben befestigen kann, wenn ich das möchte. Ja. Zum Beispiel ein Poncho schnell abnehmen, wenn es nicht mehr regnet und dann oben drauf packen, so in der Richtung. Und drin sind zum Beispiel auch gerade ein paar Utensilien. Ja, das ist im Moment so mein meistbenutzter Draußenrucksack. Den werde ich natürlich auch morgen benutzen, weil morgen geht es endlich mal wieder raus. Ja, eine richtige Runde mit der großen Hängematte und ein bisschen was kochen und so. Da freue ich mich schon drauf. Und da kommt dann bestimmt am Sonntag das Video. Wenn ich den Rucksack dann auch mal länger getestet habe und so weiter und so fort, dann werde ich wahrscheinlich zu dem Rucksack jetzt speziell auch nochmal eine Review machen. Wie gesagt, im Moment ist das eher so Testingphase, aber bis jetzt gefällt er mir sehr gut. Das überrascht mich persönlich aber überhaupt nicht, weil ich sehr gerne die Taschef-Rucksäcke benutze. Ich glaube, das ist mittlerweile mein 5. gekaufter Taschef-Rucksack und da überzeugt mich einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis total, wie die ganzen, ja, die Konzepts, dass es auch mal einfache Rucksäcke sind und das Design insgesamt. Also ich finde Taschef klasse, ja? Es kommen noch ein paar mehr Rucksäcke gleich davon. Hier haben wir wahrscheinlich meinen ältesten Rucksack überhaupt, ja, das ist der VD Wizard 30+4. Da habe ich mir schon ganz lange mal eine ausführliche Review vorgenommen. Das ist einfach mein All-Time-Daypack, ja. Damit gehe ich zur Arbeit, damit gehe ich einkaufen, damit gehe ich zu Freunden, wenn ich was mitnehme und so weiter.
weiter. Also für alle Gelegenheiten, ja, nur nicht zum Drehen, weil da habe ich dann andere Ansprüche, die der vielleicht nicht erfüllt. Das ist ein sehr geiler Rucksack. Der hat mich damals ungefähr 70 Euro gekostet. Die Nachfolgegeneration, die auch ein bisschen anders designt ist, die gibt es jetzt, glaube ich, für umgerechnet 65 Euro. Und das Geile ist halt einfach, der hat ein richtiges, vernünftiges Aluminium-Tragegestell für so einen kleinen Daypack. Er hat trotzdem ein bisschen Hüftflosse hier unten dran. Ja. Er hat ein mitgeliefertes Regencape. Außen dran gibt es Befestigungsmöglichkeiten noch und nöcher für Jacke, für Flaschen. Und das Geile ist, deshalb nennen sie ihn ja auch Wizard. Man kann den hier sozusagen größer und weniger groß machen, ja, indem man diesen Packsack, den Hauptpacksack sozusagen verkleinert oder vergrößert. Das ist dann immer ganz angenehm, wenn man nicht immer den Rucksack vollpackt und deshalb ja einfach mal dieses ganze Gewicht kompakter und näher dran haben möchte am Rücken. Der Rucksack hat sogar theoretisch eine Unterteilung. Ja. Hier unten mit dem Bodenfach habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben benutzt. Habe ich auch sofort rausgemacht im Endeffekt. Ja, braucht man nicht. Ne? Drin gibt es eine kleine Klappe für eine Trinkblase, was ich auch immer sehr geil finde. Also zum Beispiel ist sowas auch mein Rucksack für längere Wandertouren. Hier habe ich zum Beispiel ein Tablet drin. Ja? Und das ist einfach ein klasse Rucksack. Verlinke ich euch natürlich auch unten. VD tatsächlich als Unternehmen, das Rucksäcke herstellt, ist mit Naturschutz, also zumindest Ressourcenverbrauch und so weiter und so fort, besser als die durchschnittlichen Rucksackmarken. Guckt da gerne mal auf deren Seite nach Nachhaltigkeit etc. Das ist schon sehr schön zu sehen, dass da VD sich ein bisschen mehr einsetzt als die durchschnittlichen Rucksackmarken. Der Taschef Focus Plus 30, Quatsch, Focus 30 einfach nur. Das ist ein Kamerarucksack, ja. Sehr gut durchdacht, wie der Taschef typisch, ja. Ich kann da einfach, ich muss mich immer ein bisschen bremsen, dass ich nicht zu sehr wie ein Taschef-Fanboy klinge, aber ich bin einfach überzeugt von der Rucksackmarke, ja. Nehmt es mir also bitte nicht übel, wenn ich da ein bisschen zu positiv manchmal drüber spreche, ja. Das heißt, hier unten haben wir das große Kamerafach mit mehreren Aufteilungen, ja. Wenn ich drehen gehe, dann habe ich da einfach massig Platz drin, ist super geil. An den Seiten gibt es hier auch nochmal extra für Kamerastativ eine kleine Befestigung, ja. Und hier vorne sind auch nochmal zwei aufgesetzte Falltaschen, die auch nochmal unterschiedlich befüllt werden können von beiden Seiten. Ja, es sind zwei unterschiedliche Taschen, ist nicht ein und dieselbe mit zwei Öffnungen. Und auch nochmal hier oben eine kleine Tasche, also noch und nöcher Lösungen. Natürlich für die Jahreszeit jetzt ein bisschen zu kalt, beziehungsweise zu klein, um alles reinzubekommen. Das ist dann halt einfach so. Deshalb ist der im Moment nicht so viel im Gebrauch, außer ich mache einen 2-3 Stunden Spaziergang mit dem Hund und möchte vielleicht ja, was filmen, beziehungsweise also nur was Kleines, wo ich jetzt nicht noch eine Hängematte mitnehme und eine Isomatte und Kochgeschirr und so weiter, weil das passt dann natürlich nicht rein. Der Rucksack ist im Verhältnis ein bisschen teurer, ja, der kostet ungefähr 130 Euro, das heißt, es lohnt sich wirklich nur für Leute, die jetzt speziell filmen und fotografieren gehen möchten, die das einfach als Anforderung haben. In diesem Zusammenhang noch ganz nett. Das ist ein kleines Extra von Taschef, das ist ein Frontbag heißt der. Der hat irgendwo um die 25 bis 30 Euro gekostet. Der hat nochmal ein kleines extra Regencape und der hat hier so zwei Aufhängungen, dass man das vorne am Rucksack so befestigen kann. Ja, da packe ich gerne mein Kameraset rein, wenn ich nicht mit dem Kamerarucksack unterwegs bin, sondern mit einem anderen Rucksack und das dann ergänze. Und dann packe ich das hier vorne an den Rucksack ran, beziehungsweise an eine Seitenschlaufe und lasse das dann hier so runterbaumeln. Ja. Und wenn es halt regnet, dann kann ich halt das Abdecken mit der integrierten Regenplane und das ist halt gut gepolstert hinten. Ne? Da mache ich mir keine Sorgen, dass meine Kamera und mein Mikrofon da besonders beeinträchtigt werden. Die Rucksackmarke Taschef zum Beispiel kommt aus dem osteuropäischen Raum, im Gegensatz zu VD. Wo die herkommen, weiß ich gar nicht so genau. Die sind so ein bisschen kleiner Player, glaube ich, nur auf dem Rucksackmarkt. Also ich sehe immer schon mal wieder die Rucksäcke von denen auf Community-Treffen und Ähnlichem. Aber so ganz voll durchgesetzt haben sie sich noch nicht. Ja, VD und vor allen Dingen natürlich im Bushcrafter-Bereich Tasmanian Tiger und ähnliche. Das sind noch die Platzhirsche, davon haben noch die meisten. Und gegen die Allmacht von Deuter kommt halt keiner gegen an. Ja. Deuter sind die meistverkauften Rucksäcke, zumindest in Deutschland, wahrscheinlich auch auf der Welt oder in Europa im westlichen Bereich, soweit ich weiß. Und ja, aber sehr, sehr gute Rucksäcke für einen absolut vernünftigen Preis. Das Wichtigste beim Rucksack ist ja zum einen das Tragegestell, dass man den Rücken gut entlastet, je mehr Gewicht man natürlich mitnimmt und die Nähte.
Das wird ganz, ganz oft vergessen. Das sehe ich auch bei anderen Outdoor-Läden, anderen Outdoor-Marken. Ja, ich will da keine direkten Marken nennen, um da nicht zu lästern im Endeffekt. Aber es gibt einige Rucksäcke, die ich gesehen habe, wo die Nähte vielleicht nicht so gut sind. Das ist aber je nachdem, wie viel Geld man natürlich ausgeben möchte. Und der Chef hat da ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, ich kann jedem nur empfehlen auf Outdoor.me. Ich glaube, das ist der deutsche Vertreter, Distributor für Taschef-Rucksäcke mal raufzugehen und sich da vielleicht einen anzugucken, weil die sind einfach Preis-Leistungs-Verhältnis am besten mit. Das Design ist gut, sie sind robust und sie sind halt gut vernäht und das Tragesystem ist auch absolut in Ordnung. Ein weiterer VD-Rucksack, ein 34 Liter Alpina-Rucksack. Das Geile an dem ist, der ist sehr dünn geschnitten. Das heißt, man kann mit dem vernünftig wandern gehen, wenn man halt nichts links und rechts außen dran transportiert und schön hoch. Den habe ich am Anfang immer für Drehen gerne benutzt, weil er so hoch ist und man dann das ganze Tragegestell reinbekommt. Theoretisch auch ein Campingstuhl, der halt ein bisschen oben rausguckt, aber mein Gott, ja, mit der Klappe drüber geht das dann auch wieder. Der hat gar nicht so viele Befestigungsmöglichkeiten oder so und auch nicht Taschen, also ist ein ganz einfacher Rucksack, hat ein einfaches Tragesystem und auch einfache Hüftflossen, aber ich sag mal, für bis 10 Kilo ist das absolut in Ordnung und ich mag, dass der so dünn geschnitten ist für bestimmte Einsatzzwecke. Verarbeitungstechnisch muss ich übrigens sagen, dafür, dass ich den so lange jetzt schon benutze und auch ordentlich benutzt habe, hält der top. Ja, VD, auch eine meiner Lieblingsmarken zusammen mit Taschef für Rucksäcke, kann man nichts gegen sagen, finde ich. Natürlich gibt es immer mal wieder Montagsprodukte, das ist dann einfach so. Aber alle Produkte, die ich von VD oder Taschef mittlerweile in den Händen gehalten habe in meinem Leben, waren immer gute Rucksäcke. So, jetzt nehmen wir aber mal einen anderen Rucksack. Ja, nicht immer nur die beiden Marken, die ich lobe. Der Marding Top Air Contact 55 Liter plus ein bisschen, ne, mit dieser Klappe hier oben, dann kann man immer ein bisschen mehr drunter klemmen. Das ist ein Rucksack, das ist von einer, ja, ich möchte sagen, günstig, Billigmarke, China-Marke. Mir hat vor allem die Farbe gefallen, als ich den gekauft habe und die Reviews waren überwiegend positiv, natürlich. Da wird gern mal ein paar bisschen Sachen eingekauft. Ja, seid da mal vorsichtig auf Amazon, wenn da zu viel gelobt wird über ein Produkt. Aber ich muss sagen, ich habe es gemacht, habe den im Sale geschossen für 40 Euro. Mittlerweile kostet er, glaube ich, 60 Euro. Und das ist ein absolut solider Rucksack. Man muss allerdings sagen, das Tragesystem ist, ja, eher unteres Mittelmaß. Ja. Ich würde den nicht zu voll machen, also nicht über 10 Kilo wahrscheinlich rübergehen. Er hat jetzt nicht mega viele Befestigungsmöglichkeiten, aber schon ein paar kleine, dass man da ordentlich was dran machen kann. Ich war damit im Harz im Winter. Der Rucksack ist in Ordnung, ja, aber ich glaube, hätte ich den nicht im Sale geschossen für 40 Euro, ich glaube, für 60 Euro würde ich den nicht kaufen. Glaube ich nicht. Also da kenne ich andere Marken, wie halt zum Beispiel Taschef, aber auch VD bietet manchmal günstig einen guten Rucksack an. Die können das besser im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist einfach so. Aber für 40 Euro war sehr gut. Und mir hat einfach sehr die Farbe auch gefallen. Und dann habe ich ihn genommen und ich bin nicht enttäuscht worden, ja. Ab und zu benutze ich ihn gerne, auch noch vor allen Dingen zum Einkaufen und ähnliches. Für größere Touren nehme ich aber gerne was mit einem besseren Tragegestell. Quechua, die Hausmarke von Decathlon, was Rucksäcke angeht. Und das hier ist der wahrscheinlich günstigste Rucksack, den ich jemals irgendwo gekauft habe in meinem ganzen Leben. Denn der hat als Auslaufmodell, weil die Farbe sollte irgendwie wo weg, knapp 7,99 Euro gekostet. Das ist ein 40 Liter Rucksack. Da ist nichts wirklich mit Tragesystem, also eigentlich sind da nur Polster hinten, mehr ist das eigentlich nicht. Hüftgurte und Schulterpolster sind auch nicht besonders gut. Gepolster kann man das fast gar nicht nennen. Der hat eigentlich nur ein Fach, kaum Befestigungsmöglichkeiten. Klar, für eine kleine Flasche an der Seite ist das in Ordnung, aber ja, kein Schnickschnack. Ich sag mal so, im Preis-Leistungs-Verhältnis für 7 Euro ist der vollkommen in Ordnung. Ne? Man sieht ein bisschen, die Nähte sind jetzt nicht top verarbeitet. Da wird irgendwann mal was reißen. Aber für den Preis war das völlig in Ordnung. Und ab und zu war ich damit auf Tour. Und mittlerweile ist das hier halt mein spontan Raus-Rucksack. Ja? Wenn ich nicht groß packen überlegen will, dann habe ich hier sozusagen ein fertig gepacktes Setup drin von ausrangierter Ausrüstung. Das funktioniert sehr gut. Darüber habe ich auch mal ein kleines Video schon gemacht. Ja, ich werde davon auch noch mal ein bisschen mehr vorstellen, einfach ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil ich finde, das ist eine ganz interessante Sache. Manche nennen es Fluchtrucksack,
Aber bei mir ist das nicht als Fluchtrucksack konzipiert, sondern als spontan rausgehen. Ja, wenn ich nach der Arbeit sage, okay, ich brauche jetzt unbedingt meine Natur und ich möchte unbedingt draußen schlafen, aber ich habe jetzt keine Lust, einen Rucksack eine Stunde lang zu packen, dann weiß ich, der hängt da, dann nehme ich den einfach und schlafe draußen eine Runde. Der Taschef Mount 100 plus 20, den kriege ich fast gar nicht ganz ins Bild. Wie gesagt, über Taschef habe ich jetzt sehr viel gesagt. Das ist eines der Top-Modelle, der meistverkauften Modelle von Taschef. Ja, kriegst du für um die 150 bis 180 Euro, je nach Modell. Es gibt ein altes und ein Nachfolgemodell. Das Ding hat so viel Platz, ich bin damit noch nie an meine Grenzen gestoßen. Das Tragesystem ist absolut in Ordnung. Ja, ich habe damit über längere Zeit mal 25 Kilo getragen. Das funktioniert, muss man einfach so sagen. Die Aufteilung der verschiedenen Fächer ist super. Ja, hier an der Seite haben wir nochmal zwei Taschen. Eine aufgesetzte Tasche, dann lässt sich das Ganze auch vorne öffnen. Ja. Hier ist ein Boden, das heißt ein riesiges Fach, da passt sogar ein Defense 6 hier unten mit rein. Ja. Die Hüftflossen sind riesig, könnten ein bisschen besser gepolstert sein, ist aber in Ordnung. Ein verstellbares Rückensystem, ja, hier mit den Aluminiumstangen, unten ordentlicher Rücken- und Steißbereich, der vernünftig ausgepolstert ist. Also da kann man eigentlich nicht viel sagen. Es wird auch noch eine Regenhülle mitgeliefert. Er hat überall Befestigungsmöglichkeiten. Also ein klasse Rucksack, nicht nur für Wandertouren, eigentlich sogar für alles, was mit Bushcraft-Treffen zu tun hat, Community-Treffen, wo man mal ein bisschen mehr mitnehmen will. Wenn ich auf Mittelalter ein bisschen mehr Sachen mitnehmen möchte, ja, alles, was irgendwie mit Transport zu tun hat, von ordentlich Gewicht, dafür nehme ich das Ding dann her. Da hat es mich noch nie enttäuscht. Ich bin glücklich, dass ich das Ding habe und mal gekauft habe. Und ja, der Chef. Ja, das waren fast alle Rucksäcke. Ich habe noch einen kleinen Slinger. Das ist der hier, ein Victorinox-Slinger. Das ist mein eine Flasche Wein und ein kleines Kochzelt-Rausgeh-Ding für, ja, wenn man mal mit der Freundin im Park 2 Stunden, 3 Stunden chillen möchte. Dann ist das ein vernünftiges Ding. Ja, mir gefällt natürlich wie immer die Farbe. Das Rot finde ich geil. Hat, glaube ich, ich habe ihn nämlich geschenkt bekommen. Ich glaube, der kostet um die 70 Euro. Was halt fantastisch ist, ist, dass er tausende kleine Taschen einfach an den Seiten hat, wo man hier und dieses einschieben kann. Ja, hier habe ich zum Beispiel gerade Hundebeutel mit drin mit ein paar Leckerlis. Spontaner Rausgeh-Rucksack, ja, Picknick-Rucksack würde ich das auch nennen, so ein bisschen. Innen drin ist der nochmal unterteilt, hat sogar noch so einen Schutzplatte hier drin, damit man da einen Laptop oder ein Netbook oder so reinpacken kann. Also schon sehr geil, innen drin nochmal einen kleinen Karabinerhaken. Man merkt wirklich, die haben sich da Gedanken gemacht, Victorinox, was sie da produzieren, auch designtechnisch. Deshalb, klasse Ding. Benutze ich nicht so oft, ja, aber ich bin dann froh, wenn so eine Situation mal da ist, dann, ach, nehmen wir doch den. Ja, und dann bin ich glücklich, den zu haben und hänge den mir um. Natürlich auch gut für sowas wie Behördengänge oder so, wenn man jetzt nicht so einen riesen Rucksack mitschleppen möchte und nur ein paar Dokumente irgendwo hinbringen und eine Wasserflasche dabei haben, vielleicht noch einen Riegel für Wartezeiten oder sowas. Hier hinten hängt noch eine Softshelljacke. Das ist die Marke Travolution, das ist eine Hausmarke in der Schweiz, deshalb kann ich euch da keinen Link geben, weil ich habe da auch nichts großartig gefunden. Ist eine Standard-Softshelljacke. Braucht man nicht viel drüber sagen im Endeffekt. Nimmst du für Windbrechen, wenn du eine Runde rausgehen willst, spontan oder sonst irgendwas in der Richtung. Ganz einfach. Das blaue Ding da hinten ist eine Regenjacke. Wobei ich die Bezeichnung Regenjacke fast schon ein bisschen albern finde. Es ist eigentlich mehr so eine Art Regenüberwurf. Das ist auch von Decathlon, habe ich vor langer, langer Zeit mal gekauft. Das Besondere ist, dass du das Ding einfach hier in die Innentasche, in seine eigene Innentasche sozusagen reinstopfen kannst. Und dann ist das so kompakt. Nehme ich gerne her für ganz einfache 2-3 Stunden Spaziergänge, wenn man mal so sich nicht sicher ist, ob da jetzt noch Wasser runterkommt oder nicht. Und man möchte gerne auf die dicke Regenjacke verzichten. Dann nimmst du das Ding einfach mit. Und ja, wenn dann ein richtiger Regenguss kommt, bist du sicher. Kannst natürlich auch ein Poncho nehmen, ja, aber eins von beiden macht auf jeden Fall dann Sinn. So, damit sind wir auf der Seite hier fertig. Dann gehen wir doch mal zusammen darüber. Tja, ihr seht schon, IKEA-Regale bzw. einfachste Blechregale, die gibt es in jedem Baumarkt. Brauche ich nicht drüber viel sagen. Habe ich auch noch einen Keller, um da andere Sachen drauf zu packen und so weiter und so fort. Das hier kennen wahrscheinlich einige von der Optik, ist aber nicht das Original. Also keine Thermarest Z-Lite, sondern eine Nature Hike Matte, also im Prinzip ist es eine Nachmache. Ich teste das Ding gerade, ob das auch halbwegs vernünftig warm hält, weil es kostet ungefähr 10 Euro weniger, also ein Drittel weniger als die Z-Lite.
Zumindest wenn du die Z-Lite für ungefähr 30 Euro bekommst. Ne? Das, nach Angebot kann ja alles immer ganz gut funktionieren. Ist auch zum Aufklappen. Ne? Einfacher Schaumstoff, Isomatte, ist ganz praktisch. Für normale Sitzen habe ich das schon benutzt und für ein bisschen in der Hängematte chillen. Dafür isoliert sie auf jeden Fall. Ob sie auch gut zum Schlafen funktioniert, das werde ich noch herausfinden bei den nächsten Schlaftouren, wo ich die dann mitnehmen kann. Riesiges Teil, aber jetzt gerade auch nicht vernünftig zusammengerollt. Die Thermarest Ridge Rest, wahrscheinlich bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, das man so haben kann bei einer Isomatte. Also die hat mich auch schon bei minus 5 Grad nicht im Stich gelassen. Absolut robust, also da kann man überhaupt nichts gegen sagen für knapp 20 Euro. Geiles Ding. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich gerne mittlerweile solche Schaumstoffisomatten wieder benutze, beziehungsweise gerne Kombination benutze. Das heißt, ich nehme einfach eine gute Schaumstoffisomatte und eine kleine, leichte Luftmatte zum Drauflegen für den Komfort noch dazu. Und ich glaube, das ist mittlerweile meine Isomatte, die ich am meisten benutze. Also die habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich schlafen irgendwo, ja, mich hinbegebe. Ob auf Wandertouren, auf Treffen oder sonst irgendwas. Immer habe ich die eigentlich dabei. Das hier sind meine selbstgemachten Sitzkissen. Das ist einfach nur eine zerschnittene Yogamatte. Dick, schön bequem. Sitzt sich geil darauf. Ist keine bestimmte Marke. Ja. Hier steht jetzt, glaube ich, Power X oder so drauf. Also was auch immer das für eine Marke ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur eine möglichst dicke Yogamatte gesucht. Ich glaube, die ist sogar 2 cm dick und einfach zum draußen sitzen, zum Mitnehmen für die Freundin, dass die auch noch vernünftig draußen sitzen kann. Top Dinger. Kann man sich aus so einer großen, wie die dahinter ist, 6 Stück rausschneiden, hat Sitzkissen für knapp 2 Euro umgerechnet. Besser geht's eigentlich nicht. Hier haben wir noch ein paar Notizbücher, Reisebücher obendrauf, ja. Schwedentouren und so weiter und so fort, was ich so in den nächsten Jahren angehen möchte. Dann habe ich hier meine Kopflampen oben drauf. Das sind China-Fabrikate. Ich habe mir noch keine vernünftige Kopflampe geleistet bis jetzt, muss ich sagen. Ich bin noch am gucken, ob ich mir eine True Night oder eine Petzl oder so zulege, auch für den Alltag. Da bin ich ein bisschen am Forschen. Wenn ich da mal was Vernünftiges gefunden habe, dann sage ich euch Bescheid, mache mal ein Video drüber oder vielleicht habt ihr ja auch Anregungen, dann gerne in die Kommentare einmal rein. Hier oben drauf für kleine Touren. Ne, zum Wiegen meines Rucksacks, sehr praktisch, eine Mannesmann-Taschenfederwaage, ganz einfaches mechanisches Prinzip. Hängst du hier den Rucksack an und guckst mit der Feder, wo ungefähr die Kilozahl ist. Die ist jetzt nicht auf ein Hundertstel genau, aber 200 Gramm oder so, ne? Auf die ist die ungefähr genau. Das kommt immer ein bisschen drauf an, aber im Endeffekt siehst du auf jeden Fall, okay, wiegt mein Rucksack jetzt 7 Kilo, 8 Kilo, 8,5 Kilo und so weiter und so fort und für, glaube ich, 5,99 Euro, top Ding. Eine meiner Campinglampen habe ich ganz, ganz lange, habe ich schon mal drüber geredet. Das ist eine integrierte Powerbank, das Ding ist stoßfest, das ist wasserdicht und so weiter und so fort, hat verschiedenste Modi. Nehme ich sehr, sehr gerne her. Meine andere Campinglampe von Lidl, so ein 2,99 Ding zum Ausziehen, das kennen bestimmt auch viele von euch, habe ich jetzt gerade in meinem spontan draußen schlafen Rucksack. Ja. Aber da kaufe ich mir bestimmt noch mal 1-2 Stück auch für Mittelalter, Saison und solche Geschichten. Gar nicht wahr, die ist tatsächlich in der Mittelalterkiste hinten drin. Hier habe ich zum Beispiel verschiedenste Bücher unten. Ja. Also hier haben wir einmal Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume, habe ich noch nicht durchgelesen, bin ich noch bei. Dann den National Geographic Survival Guide, sehr geiles Ding, habe ich schon mal ein paar Sachen von ausprobiert und auch Videos gemacht, wo ich das ausprobiert habe. Dann hier das Survival Magazin, ich muss sagen, ganz geile Berichte drin, aber auch sehr viel Ausrüstungswerbung im Endeffekt. Dann habe ich hier Outdoor mit dem Taschenmesser, ja, das ist hier vom Felix Imner, den kennen viele, der hat einen eigenen Kanal, wo er nur mit Victorinox Messer sich was schnitzt. Zum Beispiel jetzt gerade hat er im Winter, eine Anleitung, wie man sich selbst nur mit einem Victorinox-Messer einen Schlitten bastelt. Habe ich mir angeguckt, unterhaltsamer Typ, geile Leistung, kann ich nur weiterempfehlen. Dann habe ich hier hinter ein bisschen Drehsachen, ja, die werde ich euch jetzt nicht detailliert vorstellen, aber hier zum Beispiel ein kleines Rode-Ersatzmikrofon ohne Batteriespeisung, ja, gerade habe ich das Kabelmikrofon dran. Dann habe ich noch eins mit Batteriespeisung, was über längere Zeit funktioniert, also ein Richtmikrofon, hier noch eine kleine extra Kameratasche, ne? So zum Drehen das ganze Zeug. Hier ist eine der tollsten Sachen, die es überhaupt nur gibt, eine Hängematte. Die Decathlon-Hängematte.
Jetzt im Speziellen habe ich keine großartigen Vergleiche. Ja, ich habe nicht viele Hängematten getestet. Die von Decathlon habe ich mir mal besorgt. Und ich bin zufrieden mit der. Da wird auch noch ein kleines Video drüber kommen. Man kann das oft sehen, wenn ich auf Bushcraft-Tour bin, dann habe ich die fast immer irgendwo aufgespannt. Chill da drin eine Runde. Ja, weil das so einfach ist, das Ding zu benutzen und einfach so gemütlich ist, auch sich da drin auszuruhen. Für 25 Euro kriegt man so ein Ding. Ein günstiges China-Zelt, ein Kuppelzelt, das sich selbsttragend ist, also nicht extra abgespannt werden muss. Das heißt, zwei Stangen, die gegenüberlaufen, und dann kannst du das Zelt jederzeit wieder versetzen, ohne jetzt das abreißen zu müssen. Befindet sich in dieser kleinen Hülle, habe ich meinem Kumpel ausgeliehen. Mache ich demnächst einen Vergleich mit verschiedensten Low-Budget-Zelten, weil das hier kostet knapp 60 Euro, welches ich da so empfehlen würde, weil bald fängt ja auch ein bisschen wieder die Camping-Festival-Bushcraft-Treffensaison mehr an, als vielleicht im Winter es manchmal der Fall ist. Und da finde ich das ganz gut, mal einen kleinen Überblick zu geben, was es überhaupt so für Low-Budget-Zelte ungefähr gibt. Ist in Ordnung, ist nicht lang genug für mich, ne? Das ist aber ein Größenproblem von mir persönlich, das habe ich oft, auch bei Schuhen und so weiter und so fort, dass Dinge halt in der Größe nicht immer so ganz gut passen. Ich kann es trotzdem benutzen, wenn ich quer drin liege, aber optimal ist es nicht. Meinen ewigen alten Regenponcho von Normani, ja, eine kleine Billigmarke, ähnlich wie zum Beispiel Miltec oder so. Ganz kleiner Flecktarn-Poncho, den ich aber schon auf etlichen Touren dabei hatte. Und wenn es mal regnerischer wird, kann man das Ding immer gut rausholen. Ich werde aber mir demnächst wahrscheinlich einen besseren, atmungsaktiveren und so holen, der vielleicht auch multifunktionaler als der ist, weil der ist schwierig als Tarp zu benutzen. Da werde ich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich habe da was ich mir angucke, für ungefähr 150 bis 200 Euro. Aber sowas will wohl überlegt sein, ob man so viel Geld für einen einzigen Ausrüstungsgegenstand, vor allen Dingen, wenn es eigentlich im Prinzip ein Stück Plastik ist, ob man das machen möchte. Gucken wir mal. Ebenfalls ein alter Freund von mir, mein Salewa-Biwaksack. Das ist der für zwei Personen, damit ich den Rucksack noch gut reinpacken kann und vielleicht sogar den Hund, wenn er mal mitkommen will. Obwohl ich nicht glaube, dass er sich darüber freuen wird, da drin zu sein. Das ist einfach nur ein großer Biwaksack. Knapp 80 Euro hat er gekostet in Rot. Ich muss sagen, ich bin da drin noch nie nass geworden, ja, außer natürlich meine eigene Kondensation. Da kann man schwierig was gegen tun. Biwaksäcke haben immer ein bisschen Probleme mit der Kondensation. Natürlich die guten weniger als die günstigen, aber ganz kriegst du es nicht so richtig weg. Geiles Ding, hatte ich zum Beispiel auf dem Westweg dabei. Macht Spaß. Für einen Biwaksack macht es Spaß, aber im Moment benutze ich wieder mehr Zelte, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Schlafsack Innet, bis jetzt noch nie gebraucht, deshalb kann ich darüber nichts sagen, ist ein paar Grad extra machen, antibakteriell sein, weiß ich alles nicht, werde ich mir nochmal angucken. Eine günstige Hängematte mit Moskitonetz als Gesamtpaket, hat mich nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen, die ist auch ein bisschen zu klein für mich. Ich finde die Straps in der Benutzung auch nicht so gut und so intuitiv, wie ich das von anderen Hängematten kenne. Ich werde mir wahrscheinlich für den Sommer eine von Amazonas holen. Das ist ja sozusagen ein bisschen der Platzhirsch in Deutschland, habe ich das Gefühl, wenn es um gute Hängematten geht. Und da werde ich dann mal den Vergleich haben, ein bisschen was darüber berichten können und so weiter und so fort. Aber beim Sigi Pop habe ich zum Beispiel mal gesehen, er hat das Ding getestet. Da bin ich ganz interessiert dran. Aber da schauen wir dann mal drauf. Klassisches First Aid Kit, Erste Hilfe Kit, bisschen ausgetauschte Sachen, hat glaube ich 12 Euro gekostet und habe halt ein paar Sachen hinzugefügt, weggemacht, je nach eigenen Bedürfnissen. Das ist auch schon ewig bei mir im Gebrauch. Ich müsste glaube ich demnächst mal gucken, ob da nicht das ein oder andere mal langsam abgelaufen ist. Also ich glaube nämlich schon. Meine kleine Luftmatte, wie gesagt, die nehme ich dann gerne, weil die ist selber überhaupt nicht isolierend. Zusammen mit der Thermarest Rich Rest, also mit einer dicken Schaumstoff-Isomatte, die besser schützt und auch gegen natürlich Dornen und ähnliches schützt. Die hat so ein integriertes Kopfkissen nochmal. Finde ich ganz geil. Ja. Aber gibt es auch nicht viel drüber zu sagen. Im Endeffekt sehr klein, sehr leicht, isoliert aber halt überhaupt nicht. Aber funktioniert, macht Komfort und ist in Kombination mit einem anderen Ausrüstungsgegenstand absolut in Ordnung. Nochmal ein kleines Schlafsack-Inlet. Ist eigentlich ganz geil. Ist von C2 Summit, das ist ja eigentlich auch eine bekanntere Marke. Benutze ich aber ehrlich gesagt kaum. Also viel kann ich darüber nicht sagen.
vielleicht mal als kleiner Hüttenschlafsack oder solche Geschichten. Aber so richtig bin ich mit Innennetz nie warm geworden, muss ich sagen. So, da ganz unten haben wir jetzt den Kochbereich, also alles, was Kocher ist, aber auch, was so Armee-Notrationen angeht. Ja, hier zum Beispiel, danke an Chris, der hat mir das geschenkt. Das ist 50 Jahre altes Dosenbrot. Oder danke an Danny, ja, für indische Reispfanne mit Geflügelhacksteak, ja, also so richtige Kampfnahrung. Hier ist noch ein bisschen Travel Lunch und so weiter und so fort. Das wird dann immer benutzt, wenn man es gerade mal braucht. Ja, ich glaube, ich mache damit auch demnächst mal ein kleines Kochvideo, wo man mal was kombiniert oder so. Vielleicht die, ja, das Hacksteak oder ich glaube Burger sind da auch drin mit dem Brot. Mal gucken, ob das alles noch essbar ist. Wir werden es dann sehen. Hier unten ebenfalls mein WTB Outdoor Hobo. Geiles Teil, seht ihr fast immer, wenn ich am Kochen bin, wenn ich nicht den Trangia Spiritus Kocher benutze. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Geiles Ding, ihr seht auch, volle Benutzung. Ja, ich müsste da demnächst mal, glaube ich, sauber machen. Dann gibt es hier noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, hier so Plastikteller, eine Trangia-Kralle, einen Teebeutel, beziehungsweise ein Teeset-Beutel oder so. Eine Zundertüte, geiles Ding, muss ich einfach nur reingreifen, nehme mir was raus. Kann ich ordentlich Feuer machen. Dann haben wir hier ein Outdoor-Raclette bzw. ein Candlelight-Raclette. Da nimmt man einfach nur Teelichter, stellt die unten drunter und tatsächlich wird die Käsescheibe, ja, die schmilzt und wird warm. Ne? Selbst draußen haben wir auch schon mehrfach ausprobiert. Gibt es auch Videos von, die ich gemacht habe im Park mit meiner Freundin zusammen, wenn wir Raclette-Essen gemacht haben. Sehr geiles Ding, kann man absolut nichts gegen sagen. Hier ebenfalls, das war ein Geschenk, ja, danke nochmal an dich. Auf einem Community-Treffen beim Tripsi hat mir das Geschenk bekommen. Habe ich letztens erst wieder benutzt, als ich mit einem Freund gekocht habe. Geiles Ding, weil du alles dabei hast, hier sind verschiedene Gewürze drin. Ja, ihr seht das, also alles, was man so gebrauchen kann, wenn man ja, entspannt draußen kocht. Paprika, Curry, Knoblauch, Pfeffer, alles. Dann hier mein alter Edelstahltopf. Ordentliche Patina, ist auch ordentlich oft benutzt worden, beult auch langsam aus. Und hier einen einfachen Gaskocher, den ich natürlich nicht auf Tour benutze, sondern einfach nur für Camping und ähnliches. Der ist von Lidl mit Steckgaskartuschen, einfach und funktional. Hier in der Plastiktüte, weil ich ein fauler Sack bin, ist eigentlich mein Aluminiumkochset, das ich gerade am meisten benutze, muss ich noch sauber machen, bevor ich morgen rausgehe. Dann haben wir hier eine Flasche Brennspiritus für meinen Trangia-Kocher, einen kleinen Flachmann und hier verschiedenste Spaßsachen. Ja, hier ist zum Beispiel meine Pistolenarmbrust, mit der ich schon mal ein Video gemacht habe. Dann unterschiedliche Geschosse. Ich habe auch so Jagdpfeile und da unten eine Gaskartuschen-BB-Pistole, also mit Stahl-BBs. Eine Gaskartusche, ihr merkt schon allerhand. Kleinkram irgendwie. Und dann hier nochmal zwei Erste-Hilfe-Sachen. Ja, einmal Verbandspäckchen von der Bundeswehr und ein kleines Traveler-Erste-Hilfe-Set. Das ist wirklich nicht groß. Ihr seht das, ja, beides kleine winzige Teile, aber geil zur Ergänzung und Ähnlichem. Hier unten habe ich noch eine zweite Original-BW-Nässe-Schutzplane. Geil, dass ich davon eine ergattern konnte, weil die sind ja nicht immer so ganz leicht zu bekommen. Die habe ich bei Lasse aus dem Waldläufer-Shop gekauft. Jetzt habe ich gerade mal eben reingeguckt beim Recherchieren. Die sind jetzt schon wieder weg. Ja, also jetzt schon wieder ausverkauft. Aber ja, ich speichere bei dem die Seite mit den alten Armeewaren zum Beispiel in der Lesezeichenleiste, gehe immer mal wieder drauf. Und dann gibt es da mal so neue geile Dinger. Ich habe mir zum Beispiel Sturmstreichhölzer gerade eine Packung gekauft. Die ist drüben im Kleinigkeitenschrank. Und ja, jetzt habe ich zwei Nässeschutzplanen. Geile Dinger, ne? Sind robust, einfach, kannst du über einen Baumstamm werfen. Wenn du jetzt nicht das dicke Sitzkissen für Isolation brauchst, sondern es mehr so um Wasser geht, kann man das benutzen, ein bisschen mehr ausbreiten. Dann können auch mehrere drauf sitzen. Da muss man nicht mehrere Kissen mitnehmen. Einen mega günstigen Schlafsack von Lidl. Den habe ich in meinem Video benutzt. Für 50 Euro draußen schlafen. Der geht tatsächlich bis 3 Grad oder so. Hat natürlich ein riesiges Packmaß. Wiegt auch ein bisschen, also seine guten 3 Kilo fast. Aber für, ich glaube, 15 Euro kann man da echt nicht meckern. Also das ist ein einfacher Schlafsack, der dann halt auch für Gäste und so da ist. So, jetzt wird es hier mal ein bisschen verwinkelter und schwieriger. Eine kleine Heißluftpistole, auch von Mannesmann. Die ist tatsächlich da, um zum Beispiel Kydex und Plastik an Scheiden für Messer zu schmelzen. Also
für 15 Euro wird das Ding ordentlich heiß und pustet dann die Kydex-Scheide ein bisschen wieder in Form, dass man die anpassen kann. Also sehr geil, ich bereue es nicht, das Ding gehabt zu haben. Hatte ich jetzt nur ein paar Mal bis jetzt im Gebrauch, hat dann aber immer gut funktioniert. Da unten habe ich auch noch so ein bisschen Armeezeug allgemein. Hier habe ich zum Beispiel von der Schweizer Armee Schuhputzzeug. Geil, weil im Prinzip ja alles drin ist für einen relativ geringen Preis. Ich glaube, gebraucht habe ich das Ding für 7 Euro gekauft. Die ganze Tasche mit allem möglichen Zeug drin. Super. Und hier noch einen kleinen BW-Klappspaten, den habe ich auch für Bushcraft Camp zum Umgraben und solche Geschichten benutzt, wenn ich denn mal was umgegraben habe. Viel habe ich das meistens nicht gemacht, aber dann hatte ich das Ding wenigstens. Ein Hulterforce-Beil, habe ich mal ein Video drüber gemacht. Geiles Ding, wiegt nicht viel, sieht urig aus, ist funktionell. Und meine Lieblingsklappsäge, die Tashima-Klappsäge, ja, die G-Saw heißt die, kostet ungefähr die Hälfte von der Silky und kann das Gleiche. Ebenfalls noch da unten hier, zum Beispiel von Zima. Das Ding habe ich euch noch nicht ausführlich gezeigt, sondern nur mal im kleinen flotten Dreier. Macht super Spaß, das Ding. Ist natürlich im Prinzip eine Kampfaxt, also beziehungsweise ein Kampfbeil, fast schon zum Werfen geeignet. Braucht man nicht wirklich, ne? Aber ist Spaß. Die 3 Euro Lidl-Klappsäge, kennt viele von euch. Für den Preis super geil, aber die Tajima ist natürlich trotzdem besser. Und noch ein kleines Survival Knife, das ich auch immer gern mit dabei habe. Da unten drin ist auch noch meine Machete von Gerber und noch eine andere Machete und noch ein günstiges Beil. Ich werde das jetzt nicht alles ausführlich zeigen, weil allein da könnte ich jetzt wieder eine Stunde anfangen drüber zu reden. Ja, und wenn ich auch noch alle meine Messer in dem Video hier vorstelle, dafür so viel Zeit haben wir dann auch wieder nicht, auch wenn es ein ausführliches Video werden soll. Eins möchte ich dann aber schon kurz noch zeigen, das ist Schnitzwerkzeug. Ja, ein Schellöffel und ein Hohlbeutel. Damit mache ich meine kleinen Bushcraft-Becher, Bushcraft-Schüsseln, Schalen etc. etc. Funktionieren auf jeden Fall sehr gut. Kommen wir mal zu dieser kleinen Kiste. Das ist sozusagen so eine Art Ramschkiste fast. Hier befinden sich bestimmte Sachen drin. Zum Beispiel, das ist die Oberkappe vom Taschef Mount 100+20. Ja. Die mache ich nämlich gern mal ab, weil ich diese plus 20 Liter überhaupt nicht brauche meistens. Das heißt, damit spare ich mir sozusagen diese 200, 300 Gramm Gewicht. Und weil hier auch das Raincover drin ist, also das Regencover, was ich aber überhaupt nicht brauche. Da ich ja meistens sowieso Poncho benutze. Kleine Cordura-Packsäcke sind immer praktisch, vor allen Dingen, wenn sie wasserdicht sind. So wie die hier mit den getapten Nähten. Das sind relativ günstige, die habe ich auf Gearbest gekauft. Kann man nur empfehlen, sowas in verschiedenen Farben zu haben, um seine Kleidung zu sortieren, um sein Kochgeschirr zu sortieren und so weiter und so fort. Sehr geil, bin ich immer Fan von, vor allem mit diesem Rollverschluss. Ja. Zwei kleine neue Sachen sind solche Zusatzbags, ja, die funktionieren hinten mit so einem Molle-System. Die sind von Taschef. Ja, da sind wir wieder bei Taschef. Die haben ungefähr 4 Liter und die werde ich mir zusammen basteln, dass das eine ein Kochset vor allen Dingen drin haben wird und dass ich da noch ein bisschen Essen rein kann auf Tour, sodass ich außen dran sozusagen immer ja, ne, mein Verpflegungsset, mein Pausenset habe. Ein Carinthia Kompressionssack für den Defense 6. Riesending. Benutze ich nie, weil ich die Schlafsäcke meistens unkomprimiert in den Rucksack einfach reinstopfe, weil dabei werden sie ja komprimiert im Rucksack. Eine kleine Tüte, einfach nur aus Plastik. Dann hier Trinkblase. Ich kann jedem immer nur empfehlen, auf Trinkblasen umzusteigen, wenn man noch auf Trinkflaschen ist, weil es einfach bequemer ist, mit dem Schlauch raus aus dem Rucksack führend dann ordentlich zu trinken, während man unterwegs ist beim Wandern. Das finde ich einfach besser. Außerdem habe ich hier noch so Kleinigkeiten. Ja, wenn man mal Sachen bestellt oder so und so ein Package mitkriegt oder hier sowas zum Beispiel zum Aufbewahren. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen werde. Ja, ich wollte es halt nicht wegschmeißen, weil ich finde, solche kleinen Aufbewahrungsdinger sind super praktisch. Und deshalb habe ich da so einen kleinen Karton für sozusagen, wo ich sowas drin aufbewahre. Weil man muss ja nicht immer alles wegschmeißen. Dann kann man da drin zum Beispiel Kienspan irgendwann mal lagern oder. Ja, gucken wir mal, was man damit machen kann. Sowas immer gerne aufbewahren. Und dann kann man schon coole kleine Lösungen finden, die vielleicht auch individuell sind, die nochmal praktisch sind, von denen dann auch andere lernen können, wenn sie es dann sehen. Etwas ganz Neues, also zumindest für mich ganz neu, ist das hier. Was ist das?
Das ist eine Fahrradtasche. Die habe ich geschenkt bekommen, beziehungsweise zur Verfügung gestellt worden von Banggood. Jetzt fahre ich im Moment kein Fahrrad, weil mein Hinterrad ausgetauscht werden muss. Aber sobald ich wieder ordentlich Fahrrad fahren gehe, wird man das Ding auf jeden Fall sehen. Ich werde es dann auch endlich mal testen können. Die Farbe mit dem Oliv finde ich übrigens witzig. Das ist ein Drei-Taschen-System. Das heißt, obendrauf kommt auch nochmal eine Tasche. Und dann werden wir mal gucken, wie geil das Ding funktioniert. Ich habe auf jeden Fall vor, weil ich auch hier in der Nähe von richtig geilen Fahrradrouten wohne, mehr Fahrradfahren zu machen und das dann vielleicht auf meinem Hauptkanal auch tatsächlich zu bringen. Sozusagen ein paar nicht mehr Wandertouren, sondern auch Fahrradtouren. Werden wir mal gucken. Hier an der Seite hat das Ding sogar noch Netze, wo man nochmal was extra reinschieben kann und so weiter und so fort. Also nur vom Sehen her bin ich von den Dingern ziemlich beeindruckt, finde die ziemlich geil, kosten ungefähr 45 Euro, was ich ziemlich günstig finde für die Qualität, die ich hier gerade in der Hand halte. Aber wie gesagt, da kann ich dann erst wirklich was drüber sagen, wenn ich damit unterwegs war, ja, dann auch mal längere Zeit. Und dann werden wir mal sehen, ob das Ding wirklich so geil ist, wie es sich anfühlt bis jetzt. Ja? Aber ich bin positiv gestimmt. Hier, mein alten Gamingstuhl. Über Gamingstühle brauche ich nicht viel sagen. Der ist sehr robust gebaut worden. Funktioniert gut bei mir. Den habe ich auch schon Ewigkeiten. Ja? Den habe ich auch mal in Bushcraft-Videos mitgenommen, wenn ich einfach mal Bock hatte, richtig entspannt draußen zu sitzen. Ich werde mir aber wahrscheinlich demnächst so einen Heliox-Stuhl, heißen die, glaube ich, oder so, besorgen, die einfach ein bisschen weniger wiegen, weil das Ding wiegt 2,2 Kilo. Und da kann man dann auch einfach die Hängematte mitnehmen, die nur 1 Kilo wiegt und hat mindestens genauso viel Komfort. Also das ist dann albern. So, hier sind wir fast fertig mit der Ausrüstung. Noch nicht ganz, denn es gibt noch Folgendes. Und zwar diese Kiste hier. Da haben wir jetzt einfach verschiedenste Sachen, ja, die sonst nirgendwo so richtig hingehören. Ich habe hier zum Beispiel ein Zelt drin, ja, von Grand Canyon. Das ist eine günstige, aber meiner Meinung nach gute Marke, von der ich auch einen Schlafsack habe. Zu den Schlafsäcken kommen wir am Ende. Das ist mittlerweile mein meistgenutztes Zelt, vor allen Dingen, wenn ich auf Touren gehe, weil es vernünftig leicht ist, also es wiegt nur knapp 2 Kilo, ist schön lang, hat genug Platz für mich, Rucksack und Hund und hat in der Ausführung in Grau, in der ich sie geholt habe, nur 40 Euro gekostet und ist absolut vernünftiges Zelt. Auch hier drin ist mein Tarp, das ist gerade nicht zusammengepackt, ja, es ist noch dreckig ein bisschen von der letzten Tour vor 2 Tagen. Das ist ein günstiges Tarp für knapp 16 Euro. Ja, war alles dabei, waren Schnüre dabei. Innen schön Oliv, unten beschichtet. Nicht lichtdurchlässig. Ja, das stört beim Drehen ein bisschen tatsächlich, muss ich sagen. Wenn ich die Kamera darunter platziere, das habt ihr im vorletzten Video auf meinem Hauptkanal nämlich mal gesehen, wenn es so sehr regnet und ich sozusagen darunter filme, dann krisselt das Bild die ganze Zeit, weil es einfach so dunkel ist. Das Zelt werde ich übrigens mal dann auch beim Low-Budget-Vergleich mal vorstellen, mal zeigen, was es ist. Ob das was Vernünftiges ist, ja, vor allen Dingen im Vergleich und so weiter und so fort. Und dann schauen wir uns das mal genauer an. Das hier habe ich noch nicht mal aufgemacht bis jetzt. Das ist mir zugeschickt worden. Das sind Pfeile. Das sind Pfeile für meinen Bogen. Ersatzpfeile, günstig für ungefähr 1,50 pro Stück. Gucken wir mal, ob die was taugen. Gleichzeitig ist hier drin auch mein Takedown-Bogen. Ja, hier jetzt nur das Griffstück. Habt ihr schon mal gesehen im Video? Oh, ich bin ja Rechtshänder. Geiles Ding. Heißt, glaube ich, Wild Honey. Hat 100 Euro gekostet. Hat eine ordentliche Zugkraft. Ist robust, gut gearbeitet. Wie gesagt, habe ich schon oft benutzt. Und ist ein geiles Teil. Kann ich nur weiterempfehlen. Wenn ihr euch natürlich für Bogensport interessiert. Auch hier drin, auch mir zugeschickt worden, ist das Ding hier. Und was das ist absoluter Schnickschnack, ja, das kann ich euch von vornherein sagen. Das wird als Kampfstab tituliert, hat auch vorne und hinten ein Glasbrecher, möchte ich sagen. Und das hat so verschiedene Areale sozusagen, die man auseinander und zusammenschrauben kann, die verschiedene Funktionen erfüllen. Ja, hier ist so eine kleine Säge, vorne Messer. Und da gibt es so verschiedene Werkzeuge sozusagen drin.
Und das Ding ist auch ordentlich stabil, kostet 40 Euro. So richtig testen und vielleicht dann auch ein Video drüber machen, werde ich erst in Zukunft machen. Aber da kann man schon mal gespannt sein, was da so kommt. Und ich finde das Ding total witzig und auch interessant. Aber ob das was Sinnvolles ist, ja gut, wenn ich nur mich darum kümmern würde, was sinnvoll ist, dann ja, wäre ja auch vieles anders, ne? Ebenfalls noch nicht ausgepackt. Ihr seht schon, das ist auch ein bisschen die Truhe der noch nicht ausgepackten Sachen, die mir zugeschickt werden von Nature Hike. Große Aluminiumheringe, beziehungsweise ich habe schon mal aufgemacht, schon mal nachgeguckt. Die sind halt echt riesig, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich so riesige Dinger haben will. Die wiegen aber fast gar nichts und sind halt schon groß. Also damit kannst du schon vernünftig abspannen. Haben, glaube ich, 6 Euro für 5 Stück gekostet. Muss mal gucken, ob das was Vernünftiges ist. Ein kleiner Pouch. Ja, habe ich früher für meine Action Cam benutzt, um das außen dran im Rucksack zu machen, sozusagen als kleines Set. Jetzt habe ich ja eine andere Vorrichtung dafür gefunden, aber hat mich viele Jahre begleitet. Ist ein günstiges China-Pouch. Habe ich meinem Flotten-Dreier vorgestellt. Ist aber geil. Ja? Also für den Preis kann man echt nicht meckern. Es sind so tausende kleine Taschen und gut durchdacht und es ist auch ordentliche Qualität, vor allen Dingen für den Preis. Also nett. Ach so, das ist hier übrigens der Beutel, in dem diese Klapp-Isomatte kommt, die Z-Leiten nachmacht. Ja, war noch drin. Meine Pfanne. Ja, viel zu schwer, viel zu groß. Ich habe sie aber total lieb gewonnen. Ich werde sie demnächst mal wieder für ein paar Kochvideos, ich will mal wieder richtig anfangen, geile Kochvideos zu machen, werde ich sie demnächst mal wieder benutzen. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. So richtig Bratpfanne und so. Geil. Straps, damit kann man sein Wurfzelt, das ja eine runde Kugel ist, am Rucksack befestigen. Habe ich ab und zu früher gemacht, jetzt nicht mehr. Ein Werbegeschenk von VD von der Outdoor-Messe, einfach ja, ein Bag im Endeffekt mit Rollverschluss. Auch geil zum Sachen drin verstauen, top. Zum Beispiel in der Größe, in der das hier ist, auch gut als Schuhbag benutzbar. Kleines Survival-Kit, Gag. Ja, im Endeffekt ist das ein Gag, was hier drin ist. Ist halt ein paar Kleinigkeiten. Ja, so ein kleines Multitool, ein kleiner Kompass. Ja, ne? Ist ein Spaßgeschenk. Aber kann man gut seinem Neffen schenken oder sonstige Dinge, weil das kostet nur 6 Euro. Ein kleines Kissen kostet auch nur ungefähr 4, 5 Euro. Ist in Ordnung. Ich habe aber eins im Auge, das werde ich mir demnächst kaufen. Das kostet allerdings 15 Euro. Das ist ein richtiges Premium-Kissen für draußen. Werde ich dann testen und euch Bescheid sagen, ob das geil ist, weil ich brauche sowas, um angenehm draußen schlafen zu können. Ja, ich kann auch ohne, aber ich möchte dann irgendwie diesen kleinen Komfort und solche Kissen wiegen halt 100 Gramm und dafür hat man halt diesen Komfort dann abends im Zelt. Finde ich schon besser. Hier drin ist ein kleiner Klappspaten drin gewesen. Den habe ich im Moment tatsächlich bei meinen Blumen im Einsatz im Haus. Also ist eigentlich zweckentfremdet worden. Hier haben wir von Rohleff einen Nierengürtel, einen Motorrad-Nierengürtel. Ja. Den kann man sich gut, wenn man draußen im Winter unterwegs ist und vielleicht ja um die Nieren rum ein bisschen friert. Man könnte hier auch noch so ein Wärmepad reintun. Das habe ich auch schon mal gemacht, vor allem zum Schlafen. Ist das sehr gut, wenn man irgendwie bei Temperaturen unterwegs sind, bei minus 15 Grad und solchen Geschichten. Geiles kleines Ding, hat glaube ich in meiner Größe 25 Euro oder so gekostet oder 30, bin mir nicht mehr ganz sicher. Plastiklöffel, Paracord und noch andere ganz viele Kleinigkeiten. Ja, wenn ich euch das jetzt alles einzeln zeige, das dauert ja Ewigkeiten. Aber wie gesagt, da sind so Kleinigkeiten drin, die vielleicht hier gerade noch keinen Platz haben. Tja, Freunde, und das ist eigentlich auch schon fast alles. Ja, wir gehen noch mal ein paar Kleinigkeiten durch. Schlafsäcke habe ich überwiegend im Schlafzimmer aufgehängt an einer Garderobe. Ganz einfach. Ja. Ich habe den Carinthia Defense 6. Geiler Winterschlafsack, mega das Packmaß, mega schwer. Ja, Daune ist da wahrscheinlich besser, allerdings auch teurer. Ja, also Daunenschlafsäcke, gute, die bis locker minus 15 Grad gehen, die kosten eigentlich schon mehr als 300 Euro normalerweise. Ja, da mag es aber auch Angebote oder bestimmte Marken geben, die mir entgehen, das ist dann einfach so. Ansonsten habe ich noch von Grand Canyon, ja, ein Schlafsack. Das eine Zelt ist ja von Grand Canyon. Grand Canyon ist eine
gute Marke, wie ich finde. Für günstige Outdoor-Einsteigerprodukte kann ich jedem nur empfehlen. Ich werde da nochmal ein Kombinations-Review-Video machen wahrscheinlich oder einzeln. Ich muss mal gucken zu dem Schlafsack und dem Zelt und vielleicht auch noch einer Isomatte. Ja, so Grundausstattung für günstiges, gutes Camping, Survival und auch, Festival meine ich zum Beispiel und einfach auch für Buschkrafttouren, weil da ist das ordentliches Zeug. Ja, gucken wir uns dann mal zusammen an, was es da noch so gibt, weil die haben auch noch Isomatten, selbstaufblasende, ganz gute, finde ich ganz praktisch. Ansonsten habe ich für den Sommer noch einen kleinen Down-Schlafsack, ja, der wirklich nur so groß ist, den benutze ich manchmal auch als Inlet, wenn ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich schon den Defense 6 mitnehmen möchte und vielleicht lieber eine Art von Kombination von Schlafsäcken machen möchte. Im Schlafzimmer habe ich auch noch aufgeblasen, zwei selbstaufblasende Isomatten, eine sehr günstige für 12 Euro von Lidl. Ja, selbstaufblasende Isomatten, das sind die, die innen noch so ein Vakuum und einen Schaumstoffkern haben. Ja. Finde ich fast mit am besten für zum Beispiel Camping, Festival oder bei Freunden schlafen, weil du nicht dieses ewige Aufblasen hast. Sie sind ein bisschen robuster, sie sind trotzdem meiner Meinung nach genauso gemütlich und vor allen Dingen, sie isolieren. Das machen ja viele Luftmatratzen nicht, weil die auch gar keine Isolationskammern haben. Ja, wie sollen die das dann auch machen? Und deshalb bin ich auf selbst auf blasenden Isomatten auch so ein bisschen hängen geblieben mittlerweile. Ja, ich probiere mich da ein bisschen aus. Meine Frau hat noch eine von Thermarest. Das genaue Modell weiß ich gerade nicht. Das ist mir ein bisschen zu klein, aber für sie ist das super. Natürlich habe ich noch meine Wurfzelte, noch Baumarktplan, noch mehr Behältnisse, noch mehr Schnur und so weiter und so fort. Das alles, was ich nicht akut gerade brauche, beziehungsweise in nächster Zeit brauche, das bewahre ich alles unten im Keller in einer großen, großen Gartenbox auf, ja, wo man normalerweise die Auflagen für Gartenmöbel drin aufbewahrt. Habe ich unten im Keller stehen, da ist dann alles drin. Wie gesagt, zum Beispiel das Wurfzelt, aber auch noch eine Baumarktplane. Da ist auch noch Stoffreste drin, die ich vielleicht für dieses oder jenes verwenden möchte und so weiter und so fort. Was dann natürlich noch fehlt, sind Messer und allerhand Kleinkram. Das kann ich gar nicht mit euch durchgehen, weil wenn ich jetzt wirklich jedes Messer und jeden Kleinkram, den ich habe, da drin in meinem kleinen Kleinkramregal, dann sind wir hier morgen noch nicht fertig. Ich werde vielleicht, sobald noch ein paar mehr Messer dazugekommen sind, nochmal ein großes Messer zeigen machen. Ansonsten gibt es auf meinem alten Kanal noch ein kleines Zeigevideo. Da sieht man die Messer nicht so im Detail, das werde ich nächstes Mal besser machen. Aber ansonsten, ja, Victorinox Messer benutze ich gerne, das wisst ihr ja. Aber auch verschiedenste von WTB Outdoor und so weiter und so fort. In dem Ding, ja, das ist so ein kleiner, ja, ich möchte sagen, Regalkoffer, irgendwie so in der Richtung, sind auch noch allerhand Kleinkram drin. Das kann ich gar nicht alles erzählen, aber zum Beispiel Hirschteilcreme, Flickzeug, andere verschiedene Schnüre, kleine Gadgets, kurze Edelsteiggläser für draußen sozusagen. Also ihr merkt schon, Actioncam-Zubehör ganz unten. Also richtig viel Kleinkram, der halt dann schön ein bisschen geordnet sein muss. Deshalb ist der auch nicht hier, sondern der ist dann in einem anderen Bereich. Tja, und das ist all meine Ausrüstung, also alles zusammen. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht möglich, alle Ausrüstungsgegenstände wirklich zu zeigen in einem Video. Das würde 4 Stunden gehen oder so. Und es ist auch nicht so interessant, jedes kleinste Ausrüstungsding irgendwie zu zeigen. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt zu bestimmten Sachen, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten kommen auf diesem Kanal hier auch noch ordentlich Reviews in nächster Zeit über die neue Ausrüstung, die ich euch gerade teils gezeigt habe. Es war allerdings ja auch viel ältere Ausrüstung, die ich schon mal in anderen Videos gezeigt habe dabei. Trotzdem habe ich mich sehr gefreut, weil das ist ein bisschen ein Ritual für mich, am Ende des Jahres einmal ein großes Gear-Video zu machen, ja, eine riesige Übersicht zu machen, was man denn so haben kann, vielleicht ein paar Inputs zu geben, die ganze Zeit sich den Mund fusselig zu reden, während ihr entspannt mit einem kleinen Tässchen Kaffee oder was weiß ich, was ihr gerade macht, ja, auf der Couch zu sitzen. Tja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wie gesagt, gerne unten Kommentare reinschreiben, wenn du Fragen hast oder etwas beitragen möchtest. Ansonsten lass mir doch ein Like da.
Hier links und rechts oben findest du Videovorschläge von mir. Schau auch gerne auf meinem Hauptkanal für Wanderungen und Bushcraft-Touren vorbei. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten hier auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, für weitere Gear-Reviews und Gear-Special-Videos. Und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.